Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen hier eine Runde Minecraft Version 1.8 ist das. Und für die Leute, die sich ja wundern, wer hier überhaupt gerade komisch spricht, das bin ich, der LOM Pickhunter. Und für die Leute, die sich jetzt wundern, warum erzählt ihr so einen Blödsinn, ich bin nicht allein. Mit dabei ist der Schnipsel. Grüße ihn. Ja. Wir hatten jetzt hier ein bisschen Trouble, bis wir hier das gebacken bekommen haben, dass wir zusammen vernünftig spielen können, weil Version 1.8 Server, der ist blöd. Der möchte gerne, dass jeder Spieler OP ist anscheinend. Ja, jetzt sind wir halt OP. Wir sind über OP. Das ist so over OP. Gut, das hier ist unsere coole Welt. Ich fand die total schick. Ich habe dir einfach mal random irgendein Seed eingegeben. Und dann hast du hier gleich so ein übelstes Cliff. Da hinten hast du einen schönen Wald mit hässlich Birken, die kannst du schön verfeuern. Es wird dunkel, oder? Ist Überlebensmodus, ne? Ja, genau. Ja, dann sollten wir uns vielleicht langsam mal eine Bude suchen. Ich glaube, ich habe zu viel Chunks eingestellt. Also bei mir ruckelt es jetzt ein bisschen. Okay. Mache ich jetzt einfach mal ganz schnell, wenn ich aus dem Wasser raus bin, die Chunks raus. Wo war's? Grafikeinstellung war's, genau. Mach wieder runter auf 12. Ja, ich habe auf 6 eingestellt, weil ich bin ein AMD-Opfer. Und da gibt es da irgendwie so lustige Minecraft-Glitch-Bug. Ey, den kann ich euch mal zeigen. Passt mal auf. Ich stelle das jetzt hier einfach mal um. Grafik, ich mache jetzt hier mal auf 7, 1 nur hoch, ja. Und wie es der Zufall so will, sieht man hier gerade die Glitches nicht. Das ist doch scheiße. Das ist der Vorführeffekt. Ja, echt mal. Hier, 13. Da, so sieht das dann normalerweise aus. Voll geil, oder? Richtig Disco-Modus. Ich sehe es nicht. Ja, du wirst es sehen. Du wirst es sehen. Oh ja. Ist es nicht wunderschön? So, deswegen stelle ich das jetzt wieder runter auf 6. Da ist es mir bisher noch nicht unter die Nase gekommen. Während du den anderen deine Bugs zeigst, baue ich schon mal ein bisschen Holz ab. Weil ist es gut. Ich mache mal eine Working Bench. Ja, vielleicht sollten wir erstmal gucken, wo wir übernachten. Ich wäre dafür, dass wir standardmäßig eine kleine Hütte bauen, also uns zumindest in irgendeinen Berg eingraben. Moment. Wir brauchen hier noch gar nicht so viel Stuff, nämlich am Anfang bauen. Wir haben hier schon ein cooles Bergwerk. Und da baue ich einfach ein bisschen Stein ab. Für dich eine Hacke, für mich eine Hacke und für dich eine Hacke, würde ich sagen. Ja. Immer erstmal Hacke. Hacke. Ich frage mich ja, wann man endlich in Minecraft auch Bier brauen kann. Wär's bestimmt ab 1.9. Ich muss dazu sagen, ich habe wahrscheinlich ab Version 2.1. 21 Jahre alt und so. Oh, bitteschön. Naja, also das ist doch ein schwedisches Spiel, oder? Ja, aber es hat doch Microsoft jetzt gekauft. Ach so, ja. Du schon deine Hacke? Ich hab eine. Ich habe dir auch schon eine gegeben. Oh, stimmt. Ich bin nett. Gut, wird das hier quasi erstmal unser... Ich baue jetzt hier, was weiß ich. Unser Dungeon? Ja, wir bauen jetzt hier unseren... Genau, wir spielen jetzt hier gerade Dungeon Keeper übrigens. Yeah! Deswegen geht's jetzt hier... Oh, Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Ja, hier bei... Entschuldigung. Sie zuerst. Ich hole mal die Workbench her. Ja, mach das. Sehr gute Idee. du hast doch vernünftig viel Holz dabei, nehme ich an. Ich habe ordentlich Holz vor den Hütten. Das ist geil. Also ich kann eigentlich noch ein bisschen... ich habe jetzt keinen... Muss ich gleich machen. Also ich weiß auch die ganzen Rezepte gar nicht mehr. Also ich habe das jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Die wichtigsten Sachen, die kenne ich. Und was man nicht so kennt, das wird einen dann überraschen, wenn man dann im Wiki nachguckt. So. Ja. Wir wollen ja auch vorbereitet sein. Also meine Grafik sieht auch ein bisschen gaga aus gerade, weil ich keine Texturenpakete habe. Das hast du sie gerade gemacht? Was habe ich gerade gemacht? Das hier? Ja, das habe ich gemacht. Für dich mal ein paar Fackeln. Was Fackeln? Wir fackeln nicht lange. Haha. Ich glaube, das wird unsere Flachwitz-Let's Play-Reihe. Ja, genau. Let's Joke. Let's Flach. Be flach. Be one of us. Quasi wie der Sarazar. Ja. Wolle.
Also ich war dafür, dass wir uns erstmal hier drin etwas heimisch machen und sobald es dann dunkel ist, fangen wir dann da drinnen an, noch ein bisschen weiter in den Berg reinzurudeln. Oh, ich hole schon mal ein bisschen Dekostein. Hier bei 1,18 hier nehme ich Granit und so einen Kram dazugekommen. Ach so, ich dachte, das wäre ja dieser Kies. Nee, das ist nicht Kies, das ist ja Granit und was habe ich jetzt hier? Diorit und dann gibt es noch irgendwas mit A. Afroid, keine Ahnung, wie es heißt. ja, das sind bloß Dekosteine, das sind bloß weiße Steine und graue Steine. Ah ja. Plus kannst du halt ein hübsches Haus mitbauen oder einen Weg. Du brauchst keinen Gravelweg mehr machen, machst jetzt einen Granitweg. Gut, dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Und zwar, was wollen wir langfristig bauen? Eine Farm? Wo ist denn eigentlich unser Eingang? Ich habe unseren Eingang verloren. Der ist hier unten an der Ecke. Ich würde, das ist eine gute Frage. Ich würde ja den ganzen Wald abroden und dann da eine riesen Hasenzucht hinbauen, wenn man Hasen überhaupt züchten kann. Weil gibt es also jetzt auch Hasen und vielleicht kann man die züchten. Wenn man die nicht züchten kann, dann züchten wir halt Kühe und Schafe. Ja. Weil Schafe geben jetzt auch Lammfleisch. Und da können wir uns dann lecker so Dönerzeug machen. Und da wir in-game keine Frauen haben, war ich dafür, dass wir Schafe züchten. Und Knoblauch. Knoblauch? Ja, weiß nicht. Wenn du jetzt von Frauen gesprochen hast. Ja, Schafe als Frauersatz. Ach, okay. Ach, das ist wie die wilde Hilde aus dem EMP-Katalog. Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nein. Ist das was Krankes, was sodomistisch ist? Also, im Katalog stand immer da, gibt es bestimmt jetzt auch immer noch in dem Katalog, sie mut, wenn man in sie eindringt. Okay. Gut, so genau sowas möchte ich haben. Okay. Preis ist egal. Hast du die Workbench irgendwo? Trage ich hier mit mir rum. Ja, pack die mal irgendwo hin, genau. Ich mache uns mal zwei Ofen. Da können wir dann den Ofen daneben machen. Ich mach gleich mal Ofen, zwei. Ofen, was brauchen wir für Ofen? Steiner. Nur Stein, genau. Diorit. Und... Weil? Ja, geht schneller. Da können wir ja gleich noch eine Truhe machen, aber ich habe ja das Holz. Ich mache mir erstmal noch eine Holzfäller-Axt und hole ich uns noch ein bisschen Holz für heute Abend. Brauchst du ein Schwert? Da hast du mal ein Schwert. Ich gehe mal was jagen. Jagern. Oh. Haben wir jetzt schon eine Axt gemacht? Nein. Achso, warte, ich kann dir noch ein bisschen Stein da lassen, wenn du was bauen möchtest. Naja, ich würde jetzt erstmal ein bisschen Holz fällen. Und von dem hier, von dem Granit, da kannst du zum Beispiel vier übereinander, nebeneinander packen. Also so im Viererkreis. Also vier, halt vier. Mach einfach vier. Ja, so. Was? So, als ob du eine Werkbank bauen würdest. Warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Das Rezept für eine Axt war? Zwei von diesen. Na, die Stecker übereinander? Stücken, Mitte, ja. Genau. Und dann drei von Holz. Oben. Eins links, eins in der Mitte. Und dann eins links neben den Stock. Nicht hin. Achso, ich muss erstmal die Stöcker machen. Ha! Blöd. Schon lange her. Ja, dann mache ich das aber gleich mit Stein hier. Oh, eine Schaufel nehme ich auch gleich mal. Ich will mal eine Tür machen hier. Ah, ich habe nicht mal genug Holz für eine Tür, egal. Ich gehe jetzt erstmal jagen. Obwohl, ich glaube, das wird hier nichts mit jagen. Ah, Steinaxt. Ja, wie sieht's mit Essen aus? Man kriegt langsam Hunger. Zombie. Sind die schon da? Schon Skelette. Ich habe Angst vor Skeletten, solange ich keine Rüstung habe. Hui. Komm nach Hause. Lass uns mal eine Tür bauen. Komm, wir können uns ein Gehirn teilen. Ein Gehirn? Kannst du mir ein bisschen Holz geben oder baust du mal eine Tür? Ja, kann ich machen. Das sind von dem so verrotteten Fleisch werden wir aber krank, oder? Da bekommst du nur eine Lebensmittelvergiftung. Die macht deinen Hunger voll. Oh, ich habe jetzt keine Lebensmittelvergiftung bekommen. Jedenfalls, die macht deinen Hunger voll und wenn du dann die Lebensmittelvergiftung hast, dann geht dein Hunger einfach schneller runter. Boah, ich bin krank.
total krank. Scheiße. Also ich habe jetzt... Kannst du mir mal ein Holz geben? Na klar. Ich will nämlich mal eine Hoe bauen. Und dann werde ich uns ein bisschen, wie heißt das Gelumpe hier, Weizen. Weizen anbauen. Oh, danke. Bei mir läuft ein Countdown runter. Das ist, bis es vorbei ist. Ach so. Mit deinem Leben. Nein, mit deiner Lebensmittelvergiftung. Was? Wird man noch ein bisschen Holz hacken hier. Vor allem, warum baut er jetzt schon drei Türen? Ich hab... Echt? Macht er? Also ich habe jetzt... Au, ich werd beschossen. Au. Ich rette dich. Ich hasse Skelette. Meine Hause. Ich brauche ein Bett. Stirb, du Blödes. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ein Pfeil? Ich habe zwei Pfeile. So kommt hier nichts raus. Ach nee, ich muss ja das komische Gras hier wegmachen. Ich weiß nicht mal, wie man diese komischen Samen bekommt. Wenn man hohes Gras kaputt macht. Es ne? Funktioniert auch plötzlich. Muss halt immer erstmal rummeckern. Erstmal rummoben hier. Rummucken. So, vier Stück. Okay. Wir brauchen mehr Skelette. Nee. Wer dafür, dass man dann... Das ist schon der erste Creeper. Schnapp ich mir den nicht? Halte ihn auf jeden Fall fern. Ich weiß nicht, wohin ist. Ja, aber dieser Berg da hinten. dieser Berg da hinten, der ist wunderschön, den will ich auf jeden Fall demnächst besteigen. Oh ja. Da bin ich dafür, weil der sieht richtig einladend aus und ich hoffe, das lohnt sich. Und da oben ist wenigstens ein Schatz. Das ist Skelett! Den mache ich platt. Es regnet. Oh no. Oh no, Enderman. Bam! Stopp! Du bist verletzt! Wo ist der Enderman? Nee, der ist hier gerade durch die Gegend geglitscht, weil es regnet. Ach so. Ich hole mal ein bisschen von dem. Ich war nass. Erdblumpe, ja. Bett können wir erst bauen, wenn wir Wolle haben, ne? Drei Wolle. Brauch ein Bett. Wolle. Nee, mit Granit kann man nicht so cool anbauen. Huch. Und da kommen Zombies. Was, du willst hier gleich was anbauen? Ja, wir brauchen ja irgendwo was zu essen. Aber, laufen wir nicht raus? Ich wäre sowieso, dass wir demnächst umziehen. Das soll ja quasi nicht unsere neue Bleibe sein. Das wollen damit ja erstmal nur die Nacht überstehen. Ja, hast du allerdings auch recht. Jetzt ist aber schon zu spät. Ich habe jetzt angefangen anzubauen. Nein. Das gute Weed. Hier sind Mini-Zombies. Zombie-Babys. Oh, ja. Zombies. Die sind echt fies. Die trifft man relativ selten schwerer. Und die sind schnell. Ja, du wirst mir ja um die... Ich hab dir den voll zugeworfen, ja. Ja, vor allem der hat mich auch noch getroffen. Wo ist hier unten Lehm? Hier unten ist Lehm. Hammergeil. Ich habe nur noch 2,5 Herzen. Oh, dann geh mal lieber rein. Ich kann dir noch ein paar Gehirne geben. Nein, ich will keine Gehirne essen. Von den Gehirnen werde ich da gesund? Die machen ja deinen Hunger voll. Und wenn du, ich glaube... volles Hunger oder nur einen Hunger weniger hast, dann kriegst du noch Energie dazu.